Hallo, die Socke ist back auf Aurora und nachdem ich mich auch jetzt eben gerade wieder ganz, ganz dämlich angestellt habe, so bin ich wieder zurück mit dem zweiten Versuch, mich vielleicht ein bisschen intelligenter anzustellen. Das könnte tatsächlich damit anfangen, dass ich diesen Rocketman da oben von hier kille. Das macht man am besten mit einer super coolen scharfen Schützengewehre. Hab ich, wo ist er denn? Zwei davon, das war schon gar nicht. Und das Damage to Drones, schon auch, das hat das auch. 9 mm. Egal. Sweet. Aber das habe ich eigentlich gesucht, so. So, aber hier haben wir, hier oben haben wir den Rocketman. Und den möchte ich ganz gerne ausschalten. Von hier. Yep, der ist uns gleich nicht mehr im Weg. So. Und dann kann ich jetzt tatsächlich mal darauf schalten. Was habt ihr denn dafür? Sweet. Okay. Hoppala. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht von dem Typen hier auf dem Rollfeld, Flugfeld, Hubschrauberlandeplatz, whatever gesehen werde. Das wäre nämlich sehr ungünstig. Und dann muss ich mal entspannt schauen, dass ich hier relativ ungesehen in diesen Tower reinkommen. So. Vorsichtig mit diesen Kackdingern. Ja, wir haben gesehen, die sind ganz interessant, ganz gut zum Gegner vom Turm hochkommen abzuhalten. Dann werden wir die auch weiterhin extensiv benutzen. Oh, Dead Buddy wurde gefunden. Das ist aber noch nichts Schlimmes. Damit können wir umgehen, denn letztendlich ist für uns jetzt wichtig, dass wir uns hier nach oben begeben. Nö. Und halbwegs. Nein, 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 nein. Nein, sehen sollt ihr mich noch nicht. Vielleicht stalk ich hier erstmal so ein bisschen rum. Damit ich hier so vielleicht weiß, wo sich hier meine Gegner befinden. So, denn das wird eventuell nochmal wichtig. So. Also wir haben ja fliegende Drohnen hier nochmal. Also im Übrigen, wieso ich diese Mission spiele für die Leute, die das hier, das vorherige Video noch nicht gesehen haben. Es ist so, dass es eine Mission gab, wo man diesen, so ein Behemoth, mal los, so, hier ausschalten sollte. Das habe ich getan. Ich habe es dann vermisst. Beziehungsweise verpasst. Ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt. Ich habe den nicht komplett ausgeschaltet. Also beziehungsweise ich habe das hier alles total zu meiner Zufriedenheit und zur Zufriedenheit des Missionsgottes abgeschlossen, indem ich den Behemoth nämlich zerstört habe. Ich glaube dann so, genau, tatsächlich auch noch zu meinem Auftraggeber zurück und habe das alles fertig gemacht. Aber ich habe es versäumt, das hier zu Ende zu spielen. Und zwar habe ich das versäumt, weil ich
sage ich mal, einen auf die Hose gemacht habe. Ich habe so getan, ja, es läuft alles easy und ich mache das jetzt. Und dann hat mich so eine Kackdrohne von unten, so eine einfache, aus dem Spiel genommen. Und vollkommen zu Recht, das war nicht besonders smart, sagen wir es so. Gut. Nichtsdestotrotz bin ich hier, um das alles besser zu machen. Das fängt wahrscheinlich an mit Gegner ausschalten. Ja, der läuft mir jetzt natürlich gerade weg. Ja, das Problem, wir haben hier so viele Gegner, dass es echt anstrengend ist, so, hier unentdeckt zu bleiben. Und das ist tatsächlich relativ wichtig. Weil hier sonst zu viele Gegner auf einen losgehen. Das kann man vermeiden. Indem man vielleicht einfach das meiste schon hier aus der Entfernung erledigt. So, diese ganzen hektischen Drohnen, die hier so rumlaufen, machen es natürlich das... Alte Scheiße. Na gut, der soll ruhig abhauen. Der ist nicht wichtig. Aber so langsam kommen die Jungs hier hoch. Das so, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt haben sie... Da haben die Drohnen mich entdeckt, würde ich sagen. Ja, genau so eine war das vorhin. Das hat mich schon ziemlich angeätzt, weil das eigentlich nicht so... aufpassen. Ich bin ja gelangt, zwar einfach. Wo schießt der denn? Da unten durch, oder? Na, also das ist ja auch ein bisschen mehr als dämlich, oder? So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben hier so ein bisschen was hier noch extra gekommen ist. Da sind wahrscheinlich jetzt hier irgendwo noch so ein paar Wölfe in der, um die Ecke. Okay, es kommt was rein. Das kann man natürlich auch mal ganz gut machen, ne? Also ich habe noch... Okay, eine noch. Muss natürlich mal ein bisschen aufpassen einfach.
geschossen habe. Ist ja unglaublich. So, da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, weil die Typen ja jetzt echt nah dran sitzen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt ist es nämlich an der Zeit, dass meine Munition ja so langsam zu Ende geht. Mal ganz ehrlich, wer hat denn dem Ding keine Optik gegeben? Bin ich das gewesen oder was? Das ist, da fehlt natürlich so einiges jetzt hier. Ne? Dick drauf, so Jungs, und Foregrip brauchen wir doch da schon. Jetzt erstmal wurscht, was für eine. So, ohne. Oh, yes. Gut, das war jetzt gerade noch ein bisschen schneller als vorher. Schmeißt man lieber einfach mal eine Granate gleich nochmal runter. Das war nicht smart. Der Typ da hinten geht mir auch schon auf die Nerven. So, wegen mir. Tatsächlich mal einfach nur damit das hier mal aufhört, ne? Das hat jetzt so nicht geklappt, weil er irgendwie meint, er müsste jetzt weglaufen. So, ich glaube, jetzt gibt es tatsächlich nur noch den einen. Jetzt müssen wir ganz kurz hier... jetzt bin ich im Prinzip hier durch mit dem Ganzen hier. Ich
würde sagen, jetzt gibt es nur noch die zwei hier. Der eine kommt schon hoch. Würde ich sagen. Gut. So. Das soll es gewesen sein, glaube ich. Und jetzt darf ich mich meine die Früchte meiner harten Arbeit ernten. Und nichts tue ich lieber als das. Und auch gerade hier die ganzen Drohnen geben ja unglaublich viel geiles Zeug. So, ja. War jetzt natürlich so ein bisschen billig, ne? Aber es hat ja keiner gesagt, dass wir hier elegant sind. Guck mal, das Ding ist ja tatsächlich umgekippt, ne? Deswegen lag das auch vorhin so komisch hier rum. Ja, ist ja auch witzig. So, leider habe ich das Gefühl, dass das letzte Mal, als ich hier war, mehr guter Loot rumlag. Andererseits... Jeder Loot ist guter Loot. Oder was? Ja, aber ist tatsächlich nicht so viel hier, was sich da abgreifen lässt. Aber ansonsten, meine Güte, wollen wir uns nicht beschweren. Ja, jetzt nicht. Ich war jetzt heute auch, glaube ich, nicht so redselig. Ich bin noch ein bisschen kaputt gewesen. Aber ihr seht, man kann das alles schaffen hier. Man muss nur die richtige Taktik haben. Da hier oben auf dem Ding so ein bisschen defensiv und High Ground. Und schon ist das Level eigentlich mit ein bisschen Geduld gelutscht, würde ich sagen. So, und das Einzige, was nicht geklappt hat, ist, dass wir uns den Backman geholt haben, also der Typ, der hier die das Geld immer bei sich hat. Aber auch das ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. So, was machen wir als nächstes? Nee, Silverback wollen wir noch nicht und den Rosebud wollen wir noch nicht. Wir könnten als nächstes hier mit der Madame sprechen. Vielleicht, ach, das kenne ich ja auch schon, das Ding, da war ich auch schon mal gewesen. Die Collectibles, genau, die konnte ich noch nicht nehmen, weil ich da noch nicht reingekommen bin. So war das. Ich gehe jetzt mal hier hin und mache dann wohl nochmal ein neues Video, wenn die Zeit es mir erlaubt. Aber es ist ja auch schon spät, ne? Vielleicht belasse ich es einfach dabei. Also, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Habe jetzt zweimal im Prinzip die gleiche Location aufgenommen, aber ich denke, das kann man tatsächlich mal verkraften. Gehe nochmal ganz kurz ins Biwak und guck, was ich mir noch zusammenbasteln kann von meinen ganzen Minen, die ich verbraucht habe. Kann ich bestimmt noch ein paar gebrauchen. Also, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr liked und wenn ihr abonniert sowieso und macht die Glocke an, damit ihr noch mehr Videos von mir sehen könnt, wenn euch das interessiert, was ich mache. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tut, was ihr nicht lassen könnt. Eure Socke. Ciao.